Ich bin Livi und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute mit auf eine sehr lange Reise. Wir wollen einen neuen Kleiderschrank und das nicht seit gestern, sondern schon ein bisschen länger. Aber es gab ewig dieses Eckteil von diesem Kleiderschrank nicht und dann war es wieder da. Dann hatten wir keine Zeit, den Schrank abzuholen und jetzt ist es wieder weg. Also sehr, sehr nice. Es wird so dringend Zeit für einen neuen Kleiderschrank und ich zeige euch jetzt, wieso. Sorry, das Bett ist so halb nur gemacht. Ich hatte jetzt nicht mehr so die Zeit dafür, weil ich jetzt ins Gym fahre. Und apropos, falls ihr wissen wollt, woher diese Klamotten sind und wie ich sie finde vor allem auch, dann schaut bei meinem letzten Video vorbei und da zeige ich euch das. So, genau, also das ist der Kleiderschrank, der hat halt einen schönen großen Spiegel, an sich auch schon mal ganz nice, so. Kleiderschrank. Ich versuche nicht so viel hier zu zeigen. Es sieht momentan total schlimm aus. Und ich sage euch, ich habe den nicht ordentlich gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich eh einen neuen Kleiderschrank kriege. Und ich hätte keinen Bock, den aufzuräumen, bin ich ehrlich. So, ja, also da oben hat mein Freund seine Sachen. Ja. Also dieser Kleiderschrank hat einfach kein System. Dann, wenn man das sieht, die Bretter liegen auch nicht mehr richtig drin. Es ist einfach absolut Mess. Es sieht ganz, ganz schlimm aus. Es ist mir auch echt unangenehm, das so zu zeigen, bin ich ehrlich. So, die andere Seite. Da habe ich oben so ein Schal-Handtaschen-Mützen-Ding irgendwie. Und das sieht tatsächlich ja ganz ordentlich aus, ne? Also, da hängen nämlich die Sachen. Waren auch mal sortiert farblich. Das ist es jetzt nicht mehr. Und unten ist einfach eine Mischung aus Pullover und Kleidern. Keine Ahnung, ey. Es ist einfach pures Chaos in diesem Kleiderschrank. Zudem er halt auch schon halb auseinanderfällt. Ja, der war auch nicht so teuer. Lass den vielleicht so, keine Ahnung, 200 Euro gekostet haben. 250 vielleicht. Und wir haben uns dazu entschieden, von IKEA einen Pax-Kleiderschrank zu basteln. Den haben wir auch schon fertig. Ich werde euch da was einblenden. Das Ganze haben wir schon vor einer Ewigkeit gemacht. Also locker so vor einem Monat, anderthalb. Und dann war dieses Eckteil nicht da, was wir aber brauchen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir warten und gucken, dass es halt wieder da ist. Naja, und dann war es wieder da und dann haben wir gepennt. Beziehungsweise hatten einfach wirklich keine Zeit, die Scheiße abzuholen. Und ja, jetzt ist es wieder nicht da und jetzt haben wir gesagt, wir holen den trotzdem. Wir bauen den soweit schon mal auf, wie er da ist und dann warten wir nochmal auf das Eckteil. Da es ja überall verfügbar ist, nur nicht in Halle Leipzig, kommen wir da, denke ich mal, irgendwie schon ran. Und dann haben wir einen neuen Kleiderschrank. Ja, der ist halt, ihr werdet sehen, aber der ist halt auf jeden Fall höher als der hier. Hier oben liegt immer nur Scheiß drauf. Es ist wirklich Chaos. Ich bin echt nicht stolz auf diesen Kleiderschrank und ich hoffe wirklich sehr, dass das irgendwie besser wird, wenn wir halt einen ordentlichen Kleiderschrank haben mit Fächern und Pipapo, ne? Okay, der soll, ich kann halt nicht so viel zeigen, aber der soll hier so über Eck, also hier ist eine Ecke, ne, und der soll hier so über Eck, dann kommt hier, wo ich jetzt hinfilme und der Spiegel, jetzt kommt mein Schminktisch hin, aber das werdet ihr später sehen. So, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Gym mit einer Freundin. Und danach haben wir ein Auto von Sixt gemietet, weil unser Auto ist leider auch noch zu klein. Ja, aber ist ja egal, wir haben ein Auto von Sixt gemietet und damit holen wir dann den Kleiderschrank ab und dann schauen wir einfach mal, ob wir den heute noch aufbauen oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich werde euch einfach irgendwie versuchen mitzunehmen. Das kann sich aber auch noch über eine Woche hinziehen, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, ciao. So, jetzt sind die Sachen raus und jetzt wollte ich das mal ganz kurz zeigen, wo das Problem ist bei dem Schrank. Also ihr seht das, da hinten ist eine riesige Lücke. Generell sitzt es einfach nicht mehr richtig drauf. Also wir mussten sogar schon, wenn ich das jetzt mal ein Stück hochhebe, Schrauben reinmachen, weil uns der ganze Schrank schon mal in sich zusammengebrochen ist, also diese Felder. Und das ist leider nicht nur hier so, sondern das ist leider überall so. Hier ist überall wie so eine kleine Lücke. Ja, deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, dass es jetzt Zeit für einen neuen wird. Ich bin gerade am Ausräumen.
Aber das ist ja eher uninteressant. Ich werde dann eher filmen, wie ich den anderen einräume. So. Der Schrank. Ist leer. Bis auf ein paar Bügel ist der wirklich jetzt komplett leer. Aber Leute, ich habe ein Problem. Ich meine, es sind ja auch die Sachen von meinem Freund dabei. Aber ich habe wirklich ein Problem. Das ganze Bett ist voll. Bis auf diese kleine Stelle da. Ich habe ein Problem. Und ich bin völlig fertig. Der Schrank ist noch nicht mal abgeholt. Eieiei. So, wir sitzen im Auto. Das ist so riesig. Fein machst du es, mein Schatz. Dieses Auto ist viel größer als wir dachten. Aber man fühlt sich schon so ein bisschen mächtig in dem Ding. Total geil. Ich würde ja nach hinten filmen, aber da sieht man leider nichts. Dieses Auto ist so riesig. Alter, WTF. This is so big. Wir fahren einen Ford Fiesta sonst. Wir brauchen gar nicht so ein riesiges Auto. Der Typ hat uns auch gefragt, ob wir umziehen. Wir so, nee, wir holen einen Ikea-Schrank. Schlimmer wäre es gewesen, wenn wir ihm gesagt hätten, wir holen nur einen halben Ikea-Schrank. Egal. Los geht's. Brauchst du jetzt nicht abstreichen, das ist jetzt. Es geht voran. Wir haben gleich für auf dem Schrank noch was geholt, was wir dann da draufstellen können. Weil nach dem Klamottenhaufen vorhin bin ich mir nicht sicher, ob das alles in den Schrank passt, vor allem wenn noch ein Eckteil fehlt. Deswegen habe ich ein bisschen vorgesorgt. Leider gab es noch ein paar mehr Rückschläge. Diese Schrankbeleuchtung hier gibt es auch nicht. Hier müsste die eigentlich liegen und hier ist nichts. Die gibt es nur noch in Silber und Silber mag ich überhaupt nicht. Naja, was soll's. Also auch noch warten. Wir glauben es selbst noch nicht, aber da ist das Eggball-Element, da ist es. Es stand, dass sie es nicht mehr auf Lager haben und sie hatten es einfach noch mega. Also die einzigen Sachen, die wir bis jetzt nicht bekommen haben, sind die Lichter für auf den Schrank, die haben sie nicht. Und diese Kleideraufhängung für die Seite. Sonst sieht es echt gut aus. Wir sind so überrascht gewesen. Wir gucken einfach zufälligerweise nochmal zu dem Regal. Und auf einmal liegen die Dinger einfach da. Ey, wir hätten ausrasten können. Okay, nächste. Nur Dezember gefüllt. Das ist ein Element. Okay, come on, one last. Ey, wir wohnen im Erdgeschoss. Im dritten Geschoss würde ich mir so einen Schrank nicht kaufen. Boah. Hier und durch ist es immer schon wichtig. Ja,
Wir haben es geschafft und ich bin einfach komplett fertig. Aber wir beide. Es war ein Auf und Ab. Teile haben wir bekommen. Fast alles eigentlich. Ein paar Teile haben wir nicht bekommen, aber jetzt sind wir durch. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich daraus zwei Teile mache, weil das einfach so, so lang gehen würde. Aber ich würde sagen, falls ich zwei Teile daraus mache, machen wir hier erstmal den Cut. Und wir sehen uns hoffentlich im zweiten Teil, wenn wir den Schrank dann aufbauen. Und dann schauen wir auf jeden Fall, wie das dann am Ende aussieht. Tschüss!